Ihr lieben Leute der langen Nächte, ihr freut euch genauso wie ich von Sonntag auf Montag das große Super Bowl-Finale in Atlanta. Patriots gegen die Rams. Und was ich für euch habe, ist ein geiler Einkaufszettel und das passende Rezept, was ihr damit macht. Und was ich für euch koche, ist ein Döner Tex-Mex-Style. Hat mit Atlanta wenig zu tun, kein Bier, keine Hotdogs, aber dafür umso geiler. Und wie das Ganze funktioniert, jetzt! Was wir für den Tex-Mex-Döner brauchen, ist Hähnchenfleisch, eine geile Marinade und ein bisschen Zeit und Vorbereitung. Ich leg los. Und natürlich muss da auch Geschmack ran. Und da habe ich einfach eine Gewürzmischung gekauft. Die kommt einfach da rein. Das stellt ihr beiseite und dann braucht ihr Hähnchenbrust und Hähnchenschenkel. Und die Hähnchenschenkel lasst ihr euch am besten bei eurem Metzger des Vertrauens vom Knochen lösen oder ihr löst sie selber. Ihr könnt auch noch Knoblauch dazugeben, ein bisschen Trockengewürze, was ihr wollt. Das hier ist die Basis, die ist schon mega, mega lecker. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf fettiges Fleisch steht, und auch die Mädels vielleicht ein bisschen, lieber nur Hähnchenbrust. Dann macht nur Hähnchenbrust, ist alles super. So, und wenn ihr das richtig schön verrührt habt und genug Marinade auch auf dem Fleisch ist, dann stellt ihr das für 10 Minuten beiseite. Und in der Zwischenzeit habt ihr euch garantiert gefragt, wieso Döner, wie spieße ich das Ganze? Das zeige ich euch jetzt. Und so kommt der Kollege bei 200 Grad für ungefähr 40 Minuten einfach in den Ofen. Und während der Dönerspieß jetzt gart, schneidet ihr einfach ein bisschen Eisbergsalat, Gurke und macht ein bisschen die Ingredients fertig. Tzatziki, scharfe Soße, Cocktail, kennt ihr alles vom Döner, aber bei uns gibt es heute einfach ein bisschen Hot Salsa und Käsesoße. Es gibt mittlerweile richtig gute Produkte. Achtet einfach darauf, dass sie ohne Konservierungsstoffe sind, ohne Geschmacksverstärker. Und super, gar kein Stress. Bis hierher alles überhaupt kein Stress. Jetzt haben wir Eisbergsalat, Hot Salsa Dip, Käsedip, Gurke, Zwiebel. Wir brauchen noch Limette, Koriander und natürlich Tortilla Wraps. Und die überbackt ihr euch einfach noch mit Käse. Und was darf natürlich nicht fehlen, richtig, Jalapenos. Hier nochmal ein kleiner Tipp von mir. Zu Sachen, die in so einem Sud sind, schüttet es einfach in eine Schüssel und hebt den Sud auf. Weil oft ist so, wenn die Sachen nicht aufgegessen werden, dann kann man sie in den Sud zurück einfach in den Kühlschrank stellen. Guckt euch diesen geilen Döner an. Und wie der riecht. Hammergeil. Riecht. Dich lecker. Und Super Bowl Finale kann anfangen, würde ich sagen. Guten Appetit und viel Spaß. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt.